Mit 4 Siegen und einem Unentschieden im Gepäck fliegen die Münchner nach Manchester. Trainer Jupp Heynckes hat gut lachen. Die Bayern sind bereits als Gruppenerster fürs Achtelfinale der Champions League qualifiziert. Dennoch reist der Rekordmeister mit großen Ambitionen nach England. Wir wollen auch dort Punkte machen. Und wie gesagt, es geht um 800.000 Euro noch. Das ist auch eine schöne Weihnachtsprämie für den Karl Hopfner dann. Ich denke, keiner von uns will 5-0 verlieren oder irgendwie ein schwaches Spiel abliefern. Deswegen, wir wollen eine ordentliche Leistung zeigen, unter Beweis stellen, dass der FC Bayern in Europa eine gute Hausnummer ist. Für uns sehr wichtig, wenn man ein gutes Spiel, wenn es möglich ist, auch gewinnen. Das ist, wir müssen ein Spiel für gewinnen. Nicht mit dabei sind Arjen Robben und Toni Kroos. Die beiden Mittelfeldspieler leiden an einer Grippe und fahren daher nicht mit nach Manchester. Das wäre schön, wenn sie dabei wären beide. Aber das muss man eben respektieren, das kann man nicht ändern. Natürlich fehlen sie uns. Ja, da muss man ganz klar sagen, dass man froh sein kann, dass man schon durch ist, weil so können diese Spieler eben ihre Krankheit auskurieren in den paar Tagen. Und wenn man morgen noch um den Gruppensieg kämpfen müsste oder ums Weiterkommen, ja, dann würde es natürlich wehtun. Beim Spiel gegen Bremen schoss Arjen Robben 2 Elfmeter-Tore. Den zweiten Treffer schnappt er Mario Gomez weg, der eigentlich den Strafstoß schießen wollte. Kritik wurde wieder laut. Doch die Spieler nervt das Thema um Robbens Spielweise. Es ist sehr anstrengend, über das Thema zu sprechen, weil es einfach aus dem Nichts gegriffen ist. Natürlich hat er eine Spielweise, wo er auch selbst oft den Abschluss sucht, aber das macht ihn auch stark. Gegen Manchester fehlt der Superstar also. Von Beginn an spielen wird Ivica Olic. Der Kroate kam in dieser Saison selten zum Einsatz und freut sich daher über seinen Platz in der Startelf. Hoffe ich, dass morgen, wenn ich spiele von Anfang an, das mache ein gutes Spiel. Trotzdem, dass ich habe nicht lange gespielt, aber hoffe ich, dass ich bin froh, dass mache ich morgen erste Spiel von Anfang an. Der 32-Jährige ist jedoch unzufrieden und wird den Rekordmeister vielleicht schon im Winter verlassen. Ja, wie gesagt, ich habe schon oft gesagt, das ist nicht einfach und ich bin nicht glücklich. Und das ist so. Mehr kann ich nicht sagen, weil das ist noch nicht fertig. Das ist nur noch im Gespräch und alles ist noch offen, alles ist noch möglich. Jetzt geht es jedoch erstmal im letzten Gruppenspiel der Königsklasse gegen Manchester City. Für die Münchner gilt es mit einem guten Spiel, den Tabellenführer der Premier League aus dem Wettbewerb zu kegeln.